So, Kinder, herzlich willkommen zu einem neuen DM-Haul, ein After-Holiday-Haul. Leute, wir sind eigentlich heute Morgen geflogen. Ich weiß nicht, ob ihr seht, wie dunkel das hier schon ist. Es ist nur mein Licht, was hier noch an ist. Es ist jetzt 10 Uhr und ich habe gerade das Kind ins Bett gebracht. Wir waren wirklich nur nach dem Flug noch einkaufen, einkaufen, einkaufen in sämtlichen Geschäften. Und habe den Koffer ausgepackt, das Kind ins Bett, Essen gemacht und jetzt wollte ich euch noch mal kurz meine Ausbeute zeigen, weil vieles brauchen wir morgen schon. Deswegen fange ich mal schnell an. Wir waren bei DM, also wir brauchen noch Lebensmittel, aber jetzt geht es mal um DM, ne? Habe ich einmal Windeln mitgenommen, gab es wieder 20% aktuell bei den Coupons. Übrigens gibt es auch wieder Payback-Punkte bei DM, ganz wichtig. Dann hatte ich so ein Fertiggericht mitgenommen, das hat die Kleine sich ausgesucht, weil ich wirklich keine Lust hatte, heute noch groß zu kochen. Aber den haben wir dann doch nicht gegessen. Stattdessen haben wir uns von Fruchtbar dieses gute Zeug hier gegönnt. Einfach diese Tomatensauce auf Nudeln mit Brokkoli. Das geht so hammerschnell und ist manchmal so praktisch, sowas zu haben. Ja, ich sag mal so, man kann auch mal eben so eine passierte Tomatensauce machen. Aber wie gesagt, keine Zeit, kein großes Drama, Dreck und so weiter. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Für sowas ist sowas echt praktisch. So, dann habe ich was richtig Cooles gefunden, was ich unbedingt testen wollte. Das war so das unnötigste Produkt. Aber ich fand es mega interessant. Das soll eine Haarmaske sein. Endlich mal von Balea eine Haarmaske. Die werde ich mal testen. Da werde ich euch, denke ich, auch mitnehmen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr daran interessiert seid. 2,45 hat das gute Stück gekostet. Also gar nicht mal so günstig für einmalig. Aber ich bin sehr gespannt. Wie soll man so hier Ponytail-mäßig machen? Bin ich richtig gespannt. So. Dann habe ich Quetschis mitgenommen, hier den neuen von Freche Freunde, Banane, Erdbeer und Quinoa, so neu ist er gar nicht mehr. Unsere Standard-Quetschis mit Heidelbeeren. Gott, ich glaube jetzt ist hier voll Gewitter auf einmal. Sorry auch für mein Aussehen, aber macht ja nichts, ist ja jetzt irrelevant für das Video. Ich habe hier noch so 1000 andere Sachen in der Tüte, ich hoffe ich zeige euch nur das Richtige, aber die sind auch von DM. Maiswaffeln, Mais-Amaranth-Waffeln habe ich mal genommen, mit Reis und Leinsamen gesalzen. Wollte ich mal testen. Oh, sogar glutenfrei. Bin gespannt. Testen wir. Habe ich noch was zum Testen. Und zwar habe ich hier so Dinkel-Cracker gefunden. Mal gucken, wie sie schmecken, ob sie der Kleinen schmecken. Aber ich dachte so, für einen Strand zum Snacken kann man das auch mal tun. Dann durfte natürlich in so einem, ich gehe mal schnell einkaufen, Haul, mein Duft hier nicht fehlen. Ich kam nämlich aus dem Urlaub wieder und es roch hier ziemlich, ziemlich gut. Ich war sehr begeistert. Das ist eigentlich er hier. Ich bin sehr empfänglich. Nicht, dass er Blitz hier reinschlägt. So. Dann habe ich gemerkt im Urlaub, dass unsere Milchflasche schon echt eklig ist und die Kleine irgendwie doch immer mal wieder Milch möchte. Und deswegen habe ich eine neue geholt. Sie war auch pink, was soll man sagen. Da musste sie natürlich mit. Es gab auch auf Babylove Trinkflaschen auch wieder Prozente. Deswegen passte mir das noch viel besser. Und wie gesagt, so. Die ist ziemlich gut. Also die haben wir schon ganz lange. Die nutze ich nur für Milch tatsächlich. Und ja, finde ich ziemlich gut. Dann habe ich noch was gewagt. Ich kann euch gar nicht sagen. Provamel. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Das ist eine Mandelmilch ohne Zucker. Ja, laktosefrei ohne Zucker. Ich weiß nicht, irgendwie hat sie mich angesprochen. Sie stand beim Sale. Sie war, glaube ich, gar nicht im Sale. Ich kann euch nicht mal sagen, was das Ding gekostet hat, aber sie hat mich irgendwie angesprochen vom Design und ihr wisst ja, ich bin Verpackungsopfer. Ja. Ich weiß auch nicht. Bin aktuell auf dem Organic-Bio-Trend-Trip. Naja, dann hatte ich mir, weil ich halt auch den ganzen Tag nichts gegessen hatte irgendwie, hier so einen Foodloose-Riegel geholt. War ganz lecker, bestand so aus Nüssen, Koko-Karamell, Himmlisch, guter Nussriegel, Cashew-Kokos, Meersalz, Vanille. War ganz in Ordnung. Schmeckte irgendwie gesund und gleichzeitig doch zuckerhaltig, ist aber wohl kein Zucker drin, aber Agavendicksaft ist mit Fructose auch nicht so gut. war in Ordnung, war in Ordnung. Es war auf jeden Fall nicht schlecht. So. Dann gab es von Freche Freunde die gefriergetrockneten Erdbeeren. Bin ich mega Fan von. Die Kleine auch, liebt sie über alles. Soll es aber auch bei Penny wohl geben. Ich weiß jetzt nicht, was günstiger ist. So, dann habe ich aus dem Sale diese Sonnencreme, Leute, 1,99 für eine 50er Sonnencreme. Die wird irgendwie ausverkauft für Kinder. Kann ja nichts sagen, ne? Jetzt, wo das Wetter hier mal gut ist. Oh, richtig gut. Ich kam wieder, wirklich. Ich bin geflogen bei 30 Grad. Ich komme an bei 30 Grad. Dann, was los? Mega cool.
freut mich. Morgen geht's auch gleich an den Strand, ich werde gleich noch Koffer packen. Koffer. Ja, Tasche. Ja, deswegen haben wir noch mehr solche Dinger mitgenommen. Die wollte ich morgen mit an den Strand nehmen. Die kenne ich noch nicht. Das ist ein Fruchtchips-Mix. Blaubeere, Himbeere und ich denke auch Erdbeere bestimmt. Jo. Sah auch ganz gut aus. Kenne ich noch nicht. Probieren wir morgen aus. Dann noch ein paar Snacks. Diese hier auf Snacks gab es auch Prozente, aber ich glaube auf Babylove habe ich natürlich nicht gekauft. Bravo. ja, Bio-Knusperstäbchen, Mais, Käse, kann ganz gut anschmecken. Echt so ein bisschen wie, wie heißen diese Flips? Genau, der Rest sind glaube ich nur noch Getränke. Das haben wir woanders gekauft, alles für den Strand morgen. Achso, dann durfte sich die Kleine noch Schnullis aussuchen. Ja. Wo sind sie bloß? Wo sind sie bloß? Da waren sie drin, ne? Ich zeige euch die mal. Nämlich gab es auf Babylove Schnuller auch 20%, meine ich. Und das sind diese Leuchtschnullis. Ich glaube, ihr kennt sie. Ich wusste gar nicht, dass Babylove die auch hat. Ich kenne die nur von Nook. Genau. Die haben wir noch mitgenommen. Und dann war es das schon. Also irgendwie habe ich so viel Geld bezahlt. Das kann es nicht gewesen sein, ne? Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Ich gucke nochmal. Okay, es war es doch. Ich habe jetzt noch einen von den Schnullis gefunden. Ich zeige euch den mal. Hier sollte man das ein bisschen sehen. Die laden sich dann auf und leuchten nachts. Und ja, von der Form sind sie so. Ja, das wäre es also von mir. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Verlinke euch hier meine letzten beiden Videos. Hier unten könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Und schaut auch gerne bei meinem letzten Video vorbei. Dort ist noch eine Verlosung für euch. So, bis dann.